Carol Locatel ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Ihr Agent Peter Strain teilte dies im Namen der Familie gegenüber Entertainment Weekly mit und verriet auch die Todesursache. Carol Locatel ist letzte Woche an Krebs gestorben. Sie war eine wunderbar vielseitige Schauspielerin, deren Karriere sich über Jahrzehnte am Broadway, in Spielfilmen und im Fernsehen erstreckte. Sie war umgeben von ihrem langjährigen Ehemann und engen Freunden, heißt es in dem Statement. Die Schauspielerin war vor allem durch ihre Rolle der Horrormom Ethel Hubbard im Streifen Freitag der 13., ein neuer Anfang, bekannt. Auch bei Grey's Anatomy, NCIS oder Mad Men war Carol Locatel zu sehen.